Franken Fiber Optic, I prepared a presentation about fiber optic plugs, because I got that feedback. Is there any native English speaker in the room, so we can do it in German as well? No native English, okay, dann können wir es auch in Deutsch machen. Okay. Macht es ja auch Freitagmorgens einfach, ne? Ich bin auch noch nicht so ganz wach und viele andere auch. Wahrscheinlich hängen noch ein paar in der Weststadtbar rum, die den letzten Bus verpasst haben. Gut. Franken Fiber Optic. Es ist entstanden dadurch, dass ich mir dieses Bild hier reingekriegt habe über einen MPO-Stecker, der ziemlich struppelig ausgeschaut hat. Da wurde vorne ein bisschen was weggebrochen und ich weiß auch nicht, wie das der Kollege hinbekommen hat. Und es kam auch so dann ein bisschen die Frage auf, hey, es gibt so mittlerweile so viele Stecker auf dem Markt. Was wird denn wann, wie, wo eingesetzt und für welche Applikationen vor allem? Also ist es nur der LC und wie sieht es aus? Wo setze ich das ein? Da erzähle ich jetzt ein bisschen was drüber und am Ende bringe ich noch ein bisschen was Neues zum Aufbau. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, das mal anzuschauen. So ein Stecker ist eigentlich total simpel aufgebaut. Es gibt 5 Komponenten da drin und die wenigsten haben so ein Ding mal mit Absicht zerlegt, wenn dann unabsichtlich, weil sie es irgendwie nicht rausgekriegt haben, das Ding, oder nicht reingekriegt haben. In der Mitte, das Gelbe, ist unsere Faser und das Besondere daran ist, die geht einmal komplett durch. Also die ist nicht irgendwo getrennt in der Mitte, sondern die geht komplett durch. Bis vorne an dieses lilane, purple Teil, was eigentlich eine Ceramic Ferrule, also eine keramische Ferrule ist, die auch diesen physikalischen Kontakt zwischen dem Counterpart-Stecker, dem gegenüberliegenden Stecker herstellt. Und das ist eigentlich so das Besondere daran. Ein ganz wichtiger Teil übernimmt dieses orangene Gekringelte da drin oder das Getickzackte, das ist die Feder. Die erzeugt genau den Druck, damit diese 2 keramische Ferrulen aufeinander drücken. Und außenrum haben wir halt ein bisschen noch ein Gehäuse, das Grüne. Und hinter am Kabel haben wir das Kabel-Coding, also letztendlich das, was ihr in der Hand haltet als Kabel, hat aber für die Übertragung nur, dass das, die Faser drin geschützt ist, sonst keine weitere Funktion. Die Faser selber, die Ferrule und die Feder ist nachher noch ganz wichtig für ein paar andere Stecker. Aber ich gehe jetzt mal ein bisschen zurück in die Vergangenheit. Wir waren ja gerade in der Vergangenheit bei DKIX, 20 Jahre zurück. Ich glaube, da wurden solche Stecker auch zum Teil noch verwendet. Die ersten 2 Kandidaten sind so die klassischen Vertreter aus dem 10 Megabit, 100 Megabit Bereich. Den ersten, den SC, das sind dicke Dinger, auch bei Xenpax noch verwendet oder X2. Ich habe ganz vergessen zu sagen, wer ich eigentlich bin, Thomas Weible von Flex Optics, und wir kümmern uns hauptsächlich eigentlich um optische Transceiver und die Dinger, die eigentlich das Licht auf die Glasfaser bringen. Und das ist jetzt mehr so der optische Teil nach dem Transceiver. Also weniger zum Switchen, was eigentlich so unser Spezialgebiet ist, sondern mehr Richtung auf die Glasfaser hin. Der ST selber, den habe ich nur auf manchen Medienkonvertern mal gesehen, 10 Megabit, vielleicht 100, aber alles im Ethernet-Umfeld. Das ist ein Twist-On-Stecker, das heißt im Bajonettverschluss, die stecken drauf, drehen rum, hält ganz gut. Sind ziemlich gern verwendet worden, sind einfach auch sehr rugged, da ist der Erfahrung der erste, der SC, ein Push-On-Stecker stecke ich rein, rastet einen Klick und ich ziehe ihn wieder ab, muss nichts machen. Den nächsten Kandidat fand ich super interessant, vor allem auch dieses Bild, was ich hier habe, das ist ein E2000, aber ein E2000 für Multimode. Die meisten draußen kennen den E2000 eigentlich mehr für Single-Mode, immer grünen Gehäuse. Gibt es aber auch für Multimode letztendlich. Ich meine, die Phase ist mir jetzt bei den Steckern eigentlich zuerst mal wurscht. Prinzipiell gibt es jeden Stecker für beide Phasen. Und das Besondere am E2000 ist, er hat diese wunderschöne Staubschutzkappe vorne dran, die beim Einstecken weggeht und wenn man rauszieht, wieder drauf geht und somit einfach auch die Ferrule schützt vor Schmutz. Hauptsächlich Weitverkehrsbereich verwendet. Und der letzte, FC, mehr Messgerätetechnik, Spektrumanalyzer, also mehr im Laborumfeld, ist so ein richtig verschraubbarer Stecker eigentlich. Das Besondere von diesen 4 Steckern ist, sie haben alle eins gemeinsam, die Ferrule, die ich vorhin gezeigt habe, die lilane, hat 2,5 mm Durchmesser und sind prinzipiell eigentlich auch zueinander kompatibel. Also wenn ich eine Kupplung von SC nach ST, sieht ein bisschen komisch aus, gibt es aber, kann ich kuppeln miteinander. Den nächsten Kandidat werdet ihr ziemlich kennen und ist so mein persönlicher Favorit, weil er einfach total einfach ist. Der LC-Stecker gibt es in verschiedenen Varianten. Ich glaube, da muss ich nicht viel dazu erzählen. Der ist einfach simpel, günstig und funktioniert. Durchmesser 1,25 mm, gerade die Hälfte. Ist wichtig einfach zum Thema Port Density, wenn ich letztendlich meine Portdichte erhöhen will. Letztendlich. Und der dritte Kandidat,
den ich jetzt einfach vorstelle, wo es ein bisschen jetzt in Details eigentlich auch geht, auch wenn es jetzt um Übertragungstechnologien geht, ist der MPO. Was steht eigentlich MPO? MPO steht für Multi-Fiber Push-On Stecker und ist eigentlich eine super alte Technologie, die ist in den 1990er, also wo D-Kix sozusagen gegründet worden ist, erfunden wurde, wo 10 Megabit toll war. Und was ist das Besondere daran? Ich habe eine ferulischen keramischen Block, da sind die ganzen Fasern drin und ich nehme eigentlich die Bare Fiber, also mit den 0,125 mm, die durch den Block durchgeht und in einem Block habe ich bis zu 12 Fasern, das sieht man da unten, die orangenen Punkte, in einer Reihe. Und ich habe von diesen Reihen bis zu 6 Stück, das heißt in Summe in einem Stecker drin, habe ich 72 Fasern in einem Stecker. Das ist eine ziemlich hohe Faserdichte eigentlich in einem Stecker. Nachteil, die Stecker vorher waren alle geschlechtsneutral, gender neutral. Beim MPO ist es leider nicht mehr so, da gibt es jetzt Male und Female. Recht einfach zu erkennen, der Male hat zwei kleine Pins und die sind aber nicht eigentlich für die optische Übertragung notwendig, sondern nur damit der keramische, dieser verruhlten Block sauber geführt wird. Man macht das, machen die zwei Pins nicht, das ist einfach nur zum Ausrichten XY, dass die sauber connecten. Das war's dann. Jetzt gibt es dann noch einen weiteren Kandidaten, den MTP. Für was die Abkürzung MTP steht, weiß ich ehrlich gesagt nicht genau. Er ist auf jeden Fall ein patentierter Stecker. Er ist kompatibel zum MPO. MTP, Multi-Fiber Trademark Plug. Ich weiß es wirklich nicht genau, aber die Firma US Connect hat ihn entwickelt. Hat ein paar Feinheiten reingemacht, die eigentlich recht knuffig sind, die vor allem die Signalqualität letztendlich beeinflusst, wenn ich die zwei Stecker miteinander koppel. Aber das Wichtigste, denke ich, fürs Feld draußen ist, MPO oder MTP, prinzipiell steckerkompatibel zueinander und ich muss mir da keine Gedanken machen, welchen ich jetzt verwende, weil die passen einfach. Zu den patentierten Merkmalen ist zum Beispiel die keramische Ferrule, hat einen Floating-Mechanismus drin, die kann einfach mit einem höheren Winkel sich bewegen, wenn ich das Ding einstecke oder ausstecke. Das ist bei so einem kompletten Block sehr wichtig. Die haben dort eine spezielle Mechanik drin. Auch hinten die Feder, die letztendlich diesen keramischen Block anpresst, haben sie speziell in eine elliptische Form gemacht, um diesen Anpressdruck sauber zu verteilen auf der kompletten keramischen Ferrule. Weil ich habe natürlich die Herausforderung, wenn ich da 72 Fasern drin habe, die müssen halt alle halt irgendwie auch connecten, ansonsten habe ich ja super viel Dämpfung drauf, auf einer einzelnen Faser zum Beispiel und die anderen 71 sind in Ordnung. Genau. Wir sind jetzt auch hier schon in diesem Multi-Fiber-Umfeld, also auch parallele Übertragung. Und da kommt eigentlich eine besondere Sache mit rein. Wir haben auf einmal Polarität, hat sich bisher noch keiner Gedanken gemacht. Ihr habt euch mal früher Gedanken gemacht, bei Kupfer 10 Megabit und 100 Megabit, da gab es so Crossover-Kabel. Kennen die ein oder andere noch, die hat man da noch gebraucht, wenn ich in zwei Netzwerkkabel miteinander verbinden wollte, ohne Switch zwischen, brauchte ich so ein Crossover-Kabel. Was macht das eigentlich? Ich tue letztendlich TX auf RX schalten und RX auf TX. Nichts anderes ist das. Und das ist auch die Polarität. Und normalerweise die Patchkabel, die wir heute draußen haben, im Kupfer und auch im LWL-Umfeld, sind straight. Also eigentlich TX auf TX, RX auf RX. Und das funktioniert halt schlichtweg nicht. Bei MPO-Steckern ist es ein bisschen ein Problem, weil ich habe dort mehrere Fasern und ich kann da ganz wilde Kombinationen bauen, mit welcher Faser redet mit welcher Faser. Und es gibt drei Vertreter von der Polarität, A, B und C. Und genau, jetzt können wir ein lustiges Spiel spielen, was ist die richtige, wenn ich zwei Transceiver miteinander verbinden will. Ich erspare euch das heute Morgen, es ist B, das ist recht offensichtlich, weil ich habe oben meinen Block Phase 1 bis 4 auf der linken Seite, das ist mein RX und 9 bis 12 ist mein TX und ich muss natürlich für gegenüberliegende Seite auch wieder auf den TX und RX schalten und somit muss ich den kompletten Block einmal komplett kreuzen. Klassisches Crossover, genauso wie im Kupferumfeld. Es gibt noch ein Pairwise Crossover, Type-C. Ich kenne den Anwendungsfall nicht wirklich, wo der herkommt. Gibt es aber. Und man kann sicherlich noch andere Kombinationen machen. Type-A wird hauptsächlich in der strukturierten Gebäudeverkabelung verwendet. Genau. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Vor allem, ihr könnt nicht ohne weiteres die Polarität ändern. Technisch geht es, man muss den Stecker ein bisschen aufmachen. Aber im Feld draußen, so wie man das früher gewohnt war, bei SC und LC ist es echt, also
bei LCSC war das super einfach. Entweder war der Clip dran, dann war es ein bisschen nervig, mit dem Gefummel den Clip wegzukriegen und einmal zu drehen, die Polarität. Und wenn der Clip gar nicht drin war, war es noch einfacher und dann konnte man gerade spielen. Bei MPO und MTP ist es, man muss den Stecker aufmachen und kann dann die keramische Ferrule drehen, das geht. Ist ein bisschen Gefummel. Genau. Die parallele Übertragung bringt noch ein paar Effekte mit sich. Und das kann man so ein bisschen vergleichen, wenn man auf der Autobahn unterwegs ist. Ich habe da ein paar Beispiele aufgebracht. Das sind eigentlich drei Effekte bei der parallelen Übertragung, speziell im Multimodum-Feld, die da ein bisschen reinspielen. Ist so das Thema Jitter, Chromatic Dispersion und Attenuation oder Dämpfung, die mir eine parallele Übertragung, vor allem wenn wir jetzt Richtung 40G und 100G denken, da ist das Multimodum-Feld alles parallel, kann mir dort ein paar negative Effekte haben und die möchte ich jetzt mal kurz anreißen. Jitter ist letztendlich ein Oszillieren meines Signals. Man kann es vergleichen mit, wenn ich auf der Autobahn bin und ich überhole jemand. Das Bild hier stimmt nicht ganz, also wenn man überholt, tut man ja ordentlich in Deutschland dann auch wieder rechts einscheren. Das würde das Bild darstellen, das passiert natürlich auf der Faser nicht. Wenn jede Autobahnspur eine Faser wäre, kann ich ja schlecht mein Signal von der einen Faser zur anderen rüber swappen, das geht nicht. Aber wenn man die Signale untereinander vergleicht, ist das eine ein bisschen schneller und das andere ein bisschen langsamer. Und das aber auf dem Weg zum Empfänger hin, also es oszilliert ein bisschen. Das ist Jitter, hat einen negativen Einfluss auf meine Signalqualität. Das zweite ist, und da ist Deutschland ein schönes Beispiel, weil bei uns gibt es sogar Autobahnen, wo man ganz schnell fahren darf, ist chromatische Dispersion. Wenn man das so ein bisschen vergleicht mit einer Autobahn, ist, wenn ich letztendlich einfach auf der linken Spur vorbeidüsen kann und rechts von mir muss halt 180 fahren, ist ähnlich mit einer gewissen Wellenlänge auf einer Glasfaser passiert, dass es letztendlich abgebremst wird und letztendlich die Ausbreitungsgeschwindigkeit, die Signal Propagation Time reduziert wird anhand der Faserqualität, Fasertype und auch letztendlich Entfernung dann. Und der dritte Punkt ist Loss, Attenuation oder Dämpfung letztendlich. Analoge Welt wäre, wenn ihr halt wirklich schnell wart und die Polizei darf hart durchgreifen und lässt euch die Luft aus den Reifen, dann wird es halt ein bisschen langsamer und dauert oder es wird schwieriger zu fahren. Also gehen tut es noch, aber es wird halt schwieriger. Für das Signal selber bedeutet das einfach, die Amplitude wird reduziert. Genau. Diese drei Effekte haben letztendlich führen da dazu, bei einer 40G habe ich 4x10 Gigabit Übertragung parallel, bei einer 100 Gig Übertragung sind es dann 4x25, hat der Craig gestern so ein bisschen auch angerissen in seiner Präsentation. Diese vier Lanes letztendlich, die elektrisch reinkommen, dann optisch auch rausgehen, die sollten auch im Best Case auf der gegenüberliegenden Seite in der richtigen Reihenfolge auch wieder ankommen. Diese drei Effekte, die ich jetzt hier aufgezeigt habe, die können das verhindern oder könnte dazu führen, dass es halt nicht passiert. Und warum ist das so wichtig? Ich habe auf, ich sage jetzt mal, Layer 1,5 einen Encoder drin, der 64/66 Encoder, der tut letztendlich im Round-Robin-Verfahren 64-Bit-Wörter auf jede einzelne Lane verteilen. Das heißt, er fängt bei Lane 1 an, tut 64-Bit dort draufpacken, ein bisschen Checksumme, dann komme ich auf 66. Lane 2, Lane 3, Lane 4, Lane 1, Lane 2, Lane 3, Lane 4 und so weiter. Und das macht er die ganze Zeit. Auf der gegenüberliegenden Seite macht er das genauso, aber der guckt nicht, ob das Signal von Lane 2 schneller da war wie von Lane 1. Das ist dem eigentlich wurscht. Wenn das letztendlich passiert, poppen die Fehler das allererste Mal auf Layer 2 auf, wenn ich mein Ethernet-Frame anschaue und ich habe einen CRC-Fehler drauf. Das ist das allererste Mal, wo der Fehler dann aufpoppt. Vorher nicht. Und deswegen ist diese Ausbreitungsthematik von meinem Signal extrem wichtig. Deswegen ist auch so eine, es gibt so ganz clevere Leute, ich habe das mal mitgebracht, es gibt dann so tolle, also nach Darmstadt kann man auf verschiedene Wege kommen, das gibt's, dieses Autobahnschild habe ich so noch nicht gesehen, aber die Autobahn gibt es. Es gibt dann für diese, also so sieht so ein MPO-Stecker aus, kleines Ding, und dann gibt es so Breakout-Dinger und die werden hauptsächlich einfach verwendet, um einen 40G oder 100G-Link aufzudröseln, halt 10G bzw. 25, dass ich halt vier Devices anschließen kann. Jetzt gibt es aber so Spezialisten, das sind so ein Peitschenkabel, Fanout, Peitschenkabel. So Spezialisten, die sagen, hey super, ich habe eine alte Multimode-Verkabelung hier in meinem Gebäude, ich will jetzt einen 40 oder 100G-Link realisieren und ich verwende die dann einfach und tue dann letztendlich hier meinen 40 oder 100G-Transceiver anschließen und ich will auch wirklich 40 oder 100G machen und nicht aufbrechen
und stecke dann auf jeden Port auf meinem Patch-Panel so einen Stecker drauf. Und gegenseitig mache ich genau das Gleiche wieder. Das kann man patchen, das geht. Das Troubleshooten ist ziemlich aufwendig. Vor allem der Link wird als ein Link gesehen. Das heißt, wenn eine Faser wegfällt, fliegt der ganze Link weg. Und die Effekte, die ich gerade aufgezeigt habe, die werden dadurch nicht besser, die werden dadurch eher schlechter. An der Stelle. Genau. Ich habe einen Punkt noch gar nicht angesprochen, das wurde vielleicht am Anfang mal so ein bisschen erwähnt, das Thema Schrägschliff, Gradschliff bei den Steckern. Ist ein super einfaches Prinzip, Physik 9. Klasse, Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Wenn ich einen Gradschliff habe und ich haue den Ball gegen die Wand, dann kommt er genau wieder zurück. Das gleiche passiert auf meinem Stecker, aber eigentlich fragt man sich, Moment mal, wieso kommt das Signal zurück? Es geht letztendlich um Reflexion, also das Prinzip vom Spiegel wird hier angewandt. Und jede Oberfläche bei einer Glasfaser oder bei einer optischen Übertragung reflektiert was. Und auch die Oberfläche vom Stecker, obwohl die mittlerweile sehr gut sind, reflektiert was. Und wenn ich jetzt praktisch von links das Signal kommend, da ist mein Stecker, in dem Fall ein MPO-Gradschliff, kommend, an der Steckeroberfläche vom gegenüberliegenden Stecker, der aufgesteckt wird, reflektiert was zurück zum Empfänger. Ja, zum Sender, Entschuldigung, zum Sender. Das will ich auf jeden Fall vermeiden, weil das sind dann so sehr negative Effekte, die mir einen Bitflip reinbringen können, wenn das sehr viel Reflexion ist. Gradschliff wird hauptsächlich in der normalen LAN-Umgebung oder auch, ich sage jetzt mal, im Metro-Bereich noch verwendet. Das funktioniert auch wunderbar, habe ich gar keinen Stress damit, weil die Anzahl der Reflexion ist nicht so ein Problem. Wenn ich jetzt mir einen Schrägschliff anschaue, da wird einfach nur die Physik ein bisschen ausgehebelt. Das sind 9 Grad oder 8 Grad angeschliffen sozusagen und ich tue Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel, oberes Bild, Ball gegen die Wand von unten, das fliegt halt weg und das passiert bei dem Signal genauso. Es kommt auf die Oberfläche und wird nicht direkt in die Faser zurückgeschleudert, sondern es wird praktisch aus der Faser rausgeschleudert und ich habe somit letztendlich diesen Reflexionsteil nicht in der Faser drin. Wichtig ist dort immer, dass dort maximal Dämpfung drauf ist. Also man sieht dann so einen Reflection-Loss-Wert, wenn man Gradschliff von 40 dB oder so, ist in Ordnung, passt. Beim Schrägschliff ist es 60 bis 70 dB hoch und das ist auch gewollt so. Also ich will maximal hohe Dämpfung für Reflexionen haben, weil Reflexionen mir letztendlich Bitflips reinkriegen in mein Signal selber. Sind nicht kompatibel, Schrägschliff und Gradschliff. Wichtig. Tut irgendwie super viel Dämpfung. Okay. Und für die Farbenblinden, das obere ist grün, das untere ist blau. Das sind so die zwei Unterschiede. Grün ist meistens immer Schrägschliff und blau im Single-Mode-Umfeld ist dann Gradschliff. Finally, so sah es heute Morgen bei mir aus, bei manchen von euch auch, war alles ein bisschen dieselig und keiner hat aus seinen Augen rausgucken können. Das passiert bei Optiken manchmal auch, die sehen nämlich auch nichts und eigentlich hinter der Folie verbirgt sich Folgendes, putzen. Mit Wolfgangs Staubsauger nächstes Jahr freue ich mich schon drauf, das Ding hier rumdüsen zu sehen. War doch ein Staubsauger, Wolfgang, oder? Der ist schon weg, aber es war ein Staubsauger, ich habe ihn schlecht verstanden, oder? Ja. Bei Optiken genau das Gleiche, ich habe hier drei Beispiele mal aufgeführt, das ist wirklich, es kann sein, dass es von einem von euch war, ich habe hier ein paar Kunden sitzen auch. Das kann auch von einem von euch gewesen sein. Das sind drei Beispiele, wo ich dann einen Transceiver reingekriegt habe, da wo es hieß, oh, da habe ich ein Problem, das geht nicht mehr. Der linke, der ging gar nicht mehr. Also das war praktisch dann der Effekt, dass eigentlich das Glaswasserkabel dreckig war und der Transceiver danach kaputt war. Da war irgendwie ein Staubkorn oder irgendwas Größeres drauf, was dann den Transmitter kaputt gemacht hat. Da fehlt ein Teil. Also dieser schwarze Fleck da, dieser Krater, ist ja wirklich ein Krater. Das hat dann von diesem Sender letztendlich gefehlt. Kaputt. Der mittlere, ich weiß nicht, was es ist, es sieht aus wie so ein Metallspan oder so, wie das da reinkommt, weiß ich auch nicht. Der Link war echt nicht gut, der hat so minus 25 dB oder eigentlich gar nichts mehr geschickt, weil das direkt in der Mitte drauf lag, der hat nichts mehr rausschicken können. Ein bisschen gereinigt, war nicht schwierig, danach hat er wunderbar mit plus 2 dBm oder so gesendet, war wirklich schick. Und der dritte Kandidat, den einen oder anderen wird es kennen, das ist Fett von euren Fingern. Also so sieht es dann aus, 200-fach vergrößert, wenn ihr mit dem Finger auf so ein Glasfaserkabel toucht. Egal, ob ihr jetzt vorher Pommes gegessen habt oder nicht, das sieht immer so aus. Das ist aber auch echt die häufigste Fehlerquelle da draußen. Also wenn ihr euch nicht sicher seid, habt ein Patchkabel in der Hand, wo keine Staubschutzkappe drauf ist,
Ei, dann schmeißt es halt weg und nimmt ein neues. Oder habt so ein Reinigungswerkzeug. Die sind, ihr spart damit einfach Ärger. Und wer zu viel Zeit hat, klar, kann stecken. Genau, zusammengefasst. Zu der ganzen Stecker-Thematik. Was sind eigentlich so die Haupttreiber? Also MPO selber, ich persönlich bin kein Freund vom MPO. Er ist total schwierig zu handhaben. Er hat eine hohe Port Density, aber zu reinigen ist echt ein mittelschweres Problem. Auch die Optik dann zu reinigen macht keinen Spaß, auch im Feld draußen nicht. Aber es sind halt so die Hauptfaktoren, die aktuell die Sau durchs Dorf treiben zum Thema Port Density, Speed. Wenn man jetzt einfach mal den Vergleich sieht, 10 Gigabit auf einer Höheneinheit lagen wir ungefähr bei 500 Gigabit, was wir da drauf gekriegt haben. Mit 40 Gig lagen wir bei 1,6 Terabit. Und jetzt dann hier mit 100 G sind wir halt über den 3 Terabit drüber hinaus. Die Steckerentwicklung hat da definitiv einen Einfluss drauf, um das Ding einfach auch günstig zu machen. Also auch die Transceiver günstig zu machen. Ich will jetzt hier nicht von den MPO sprechen, aber wenn du auf Transceiver-Technologie halt runterbrichst, sind halt MPO-basierte Transceiver einfach günstig. Ich habe eine parallele Übertragung, wie jetzt ein LR4, also Single-Mode-Technik, wo ich auch parallel übertragen muss, aber das dann letztendlich über die Wellenlänge geschieht. Die sind einfach letztendlich teurer, wenn du einen MUX drin steckst. Und das ist so die eine Erkenntnis aus der Sache. Und die zweite ist, ich habe noch keinen selbstreinigenden Stecker gesehen. Das wäre die grandioseste Erfindung ever. Ich glaube, dann hätten viele weniger Sorgen. Das wäre ganz toll an der Stelle. Also auch ein E2000 mit der Staubschutzkappe muss man trotzdem putzen. Den sollte man nicht einfach nur verwenden die ganze Zeit so. Genau. Das war's zu den Steckern. Ich habe noch ein bisschen was mitgebracht, so das One More Thing. Ich glaube, ich habe auch noch ein bisschen Zeit und mich freut es total, dass Greg gestern die Ethernet-Präsentation gehalten hat über die Entwicklung ab 2,5G. Phänomenal, ich kann es immer noch nicht glauben, dass es das geben soll. Hoch bis zu 400G. Ich bin das in unserem, wir kommen so ein bisschen aus dem Umfeld, das auch mal praktisch zu beleuchten. Und ich habe mir das Thema 100G mal speziell rausgegriffen, weil das doch, wie auch Wolfgang gerade schon gesagt hat, so hey, das wird nächstes Jahr der Treiber werden, da wird recht viel passieren. Wir morgen selber auch, 100G ist ein Thema schlechthin, aber es ist echt, wie auch gestern bei Craig, wer die Präsentation gesehen hat, hey, es ist, gibt verdammt viele Formfaktoren, ich habe die mal ein bisschen anders da verglichen. Ich habe die mal nebeneinander hingelegt, nicht aufs iPhone, sondern einfach mal auf so eine Lego-Platte gelegt. Ich habe links mein CFP und das ist so auch die erste Generation. Geht dann rechts rüber bis zum QSFP 28, deutlich kleiner. CPAC, super proprietary. Ich habe leider kein Bild machen können von dem Ding, weil ich nicht mal so ein Ding habe. Und ich habe mich auch gewundert, wo Greg das Bild her hat als Alcatel-Lucent, weil das ist eigentlich total Cisco proprietary, dieser Transceiver, und der ist so speziell. Genau, alles sind 100G-Transceiver. Und ich habe dann mal so mal aus dem Praktischen, und das ist eigentlich so, wieso ich diesen Vergleich gemacht habe, so Interoperabilität mit 100G. Das hört sich alles so, ja, 100G ist 100G, das steckt man zusammen, bis du dann, wir haben den richtigen Stecker, super. Nee. Das ist leider ein bisschen ein Thema mit der Entwicklung gewesen. Und ich habe mal einen Vergleich gemacht, habe zuerst eine Matrix gebaut, so was kann alles kompatibel zueinander sein. Das hat total die Folie gesprengt. Ich habe es dann andersrum gemacht. Ich habe einfach mal aufgezeigt, was geht nicht. Und das will ich jetzt mal zeigen. Das ist total einfach dann letztendlich. Der orange Block oben ist sozusagen der Block alles Data Center Co-Location bis 10 Kilometer. Und was kann ich dort nicht bauen? Und das ist, glaube ich, für den einen oder anderen wichtig, der schon 100G deployed hat, der zum Beispiel Multimode macht mit SR10, basierend auf also 10x10 Gigabit MPU-Stecker und hat zum Beispiel sein WDM-System angekoppelt an sein Router oder Switch. Macht man gar mit Multimode da günstig. Aber bei den neueren Formfaktoren wie CFP4 und QSFP28 wird es ein SR10 nicht mehr geben. Und ich glaube ziemlich sicher, das wird es da auch nicht geben, weil das vom Design her recht aufwendig sein wird, sowas zu bauen und auch vom Stromverbrauch. Also das sind ja eigentlich so hauptsächlich die Faktoren. Ich habe ein Designthema, ich habe Stromverbrauch und auch die Größe des Transceivers letztendlich. Also das ist ganz wichtig. Das SR10-Thema ist vorbehalten den größeren Formfaktoren CFP, CFP2. Und der zweite Punkt ist das, was Greg gestern angesprochen hat, das Thema CWDM LR4 oder auch CLR4, habe ich jetzt hier nicht drauf, mit der CLR4 Alliance und CWDM LR4 MSA.
da wird sich was sortieren, was sich durchsetzen wird. Das Interessante für uns aber ist eigentlich, oder für hier zum Link bauen, ist eigentlich optisch, ich habe mir die mal beide angeschaut, den CLR4 Alliance und den CWDM LR4, optisch sind die identisch. Das heißt, ich habe rund ums 13 Nanometer Fenster habe ich die Wellenlängen und auch vier Stück da davon. Das Besondere ist aber, und das ist ganz wichtig, es ist nicht kompatibel zu einer 10 Kilometer LR4 im 100G-Umfeld. Das war bei 40G und so weiter möglich, aber bei 100G ist es nicht mehr möglich. Das heißt, so ein 2 Kilometer Transceiver, die eigentlich, also die sind drauf getrimmt, günstig zu sein, habe ich ein 20 Nanometer Spacing, sorry, also von 1270 beginnend hoch bis 1330, geht 2 Kilometer, CWDM LR4 und LR4L, das steht für Light oder CLR4, die haben alle dieses 20 Nanometer Spacing bei der Multiplexer-Technologie in den Transceivern drin. Wenn es aber auf einen klassischen, so wie ihn jeder kennt, Entschuldigung, LR4 geht, auf 10 Kilometer, wo man herkommt, somit auch 10 Gigabit und so mit 10 Kilometer, da habe ich dann auf einmal ein 5 Nanometer Spacing in diesen vier Wellenlängen. Das geht los bei 1295 hoch bis 1310. Und das kann halt nicht funktionieren, wenn ich da zwei verschiedene Wellenlängen zusammenschalten will, dass dann da was klappt. Das war so dieser Datacenter-Block. Achso, wichtig ist, ich sehe es aktuell nicht, die Entwicklung, also technisch sicherlich machbar, CFP und CFP2 und CPAC zu bauen, aber ich glaube, da wird nichts kommen in die Richtung, weil aktuell in der 100G-Entwicklung alle Richtung CFP4 und QSFP28 entwickeln und keiner mehr CFP und CFP2 für solche kurzen Distanzen bis 10 Kilometer anpacken wird. Ist Glaskugel gucken, gar keine Frage. Schau, der Stand heute, keine Ahnung, was dann immer ein halbes Jahr ist, aber ist einfach mal Stand heute, was kann ich bauen und was habe ich auf den Roadmaps gesehen? Was wird gebaut? Und das war definitiv nicht drauf für die älteren Formfaktoren. Der zweite Punkt ist der schwarze Block hier unten und das so alles so in dem Metro-Umfeld, was den einen oder anderen auch umtreibt. So, hey, ich will 100G machen im Metro-Umfeld und da ist genau das Bild andersrum. Also die heißen Formfaktoren QSFP28 und CFP4, die sind dort, die kriegen das letztendlich halt nicht hin. Stand heute nicht. Da ist ganz klar das Thema Wärmeabfuhr, Wärmeleistung und Stromverbrauch ein Thema. Und dort bin ich immer noch so ein bisschen, also wenn ich jetzt auch Richtung kohärent DWDM, das habe ich so ein bisschen zusammengefasst, kohärentes DWDM oder 4x28G DWDM, was es gibt, ist derzeit in CFP und CFP2 vorbehalten. Die können den Strom liefern und ich glaube, das wird auch eine ganze Zeit lang so dauern. Zusammengefasst, wenn man so ein bisschen Ausblick gibt, hey, was sind so die Candidates? Ist einmal, ich persönlich sehe den QSFP28 als ziemlich heißen Kandidat. Warum? Er ist am günstigsten von allen 100G-Transceivern. Er bildet mir eine Applikation bis 10 Kilometer und ich glaube, im nächsten Jahr werden wir dort ganz, ganz viele, viele Switches sehen. Warum jetzt hier unten den CFP2? Den habe ich hier noch jetzt als den flexibelsten Transceiver aufgezeigt, weil er vom elektrischen Interface mir her viele Möglichkeiten bietet. Er kann 4x25 und 10x10G hinter raus sprechen, elektrisch. Aber optisch und auch vom Stromaufnahme, was er aufnehmen kann, glaube ich, dass man dort die interessantesten Applikationen in den nächsten Monaten oder ja, im nächsten Jahr sehen wird. Er ist am flexibelsten letztendlich für den Einsatz für auch Metro-Umfeld oder bis 80 Kilometer letztendlich. Genau. Last but not least, wie sieht die Zukunft aus? Es gibt Hoffnung, auf jeden Fall, wenn man jetzt sagt, oh, ich würde jetzt aber gerne irgendwas in dem Umfeld machen. Es wird sicherlich viele, viele Adapter geben. Wir haben aktuell 6 Formfaktoren für 100G und ich glaube, da wird wild adaptiert nachher. Und es wird sicherlich viel rund um CFP2 auf QSFP28 adaptiert. Genau. Das war auch der Gong zum Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war die Präsentation von meiner Seite. Wenn Fragen sind, stehe ich gerne zur Verfügung. Als kurze Info, wir sind sowas 5 Minuten vor der Zeit, sprich wir haben mehr als genug Zeit für Fragen. Noch kurz zur Nomenklatur zu MPO, MTP. MPO ist so das Tempotaschentuch, das ist der Brandname. MTP Elite ist die gleiche Fertigungsqualität wie MPO und das ist dann auf 8 Grad geschliffen, nicht auf 9. Und das ist auch nicht in der vertikalen, sondern in der horizontalen auf die 8 Grad geschliffen. Und das ist auch der Grund, warum es eine schlechte Idee wäre, die aufzumachen und umzudrehen, weil man macht ziemlich knack und dann sind Sachen kaputt. Stimmt, danke. Jo. Sonstige Fragen?
dann vielen Dank und guten Hunger.